Herzlich willkommen zu einem Dreadn Manor Vlog. Hello, Day 6 von unserer UK-Tour, England-Tour. Heute steht der Freizeitpark, sagen wir Kinderfreizeitpark, Dreadn Manor an. Öffnungszeiten, haltet euch fest, 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr. 6 Stunden für einen Freizeitpark, Eintrittspreis. Habe ich gar nicht im Kopf, blende ich ein, war nicht günstig. Nicht so günstig für 6 Stunden, aber hier ist ja nichts günstig. Ja, nehmen wir euch heute mit durch den Tag. Wir werden wahrscheinlich da essen, ne? So haben wir es geplant. Und im Prinzip handelt dieses Video heute komplett nur über Dreadn Manor, dem Freizeitpark. Viel Spaß dabei, es gibt einen Stand-Up-Coaster. Ich bin noch keine Achterbahn im Stehen gefahren, Premiere heute. Mareike auch noch nicht. Ich schaue halt auch mal zu, ne? Ja, im Hotel gibt es übrigens einen Automaten, wo ihr die Eisenbahn kaufen könnt für 8,50. Okay. Die Schüler kommen an und ich bin fast gestolpert. Gehen wir wieder? Ich bin Chris, holt mich hier raus. What the fuck? So, wir starten mit Shockwave. Ich starte mit Shockwave, dem Stand-Up-Coaster. Es sind so viele Schüler im Park, unglaublich, ey. Wahnsinn. Okay, ich habe direkt morgens um 10.30 Uhr schlechte Laune. Erstens fährt der Coaster noch nicht. Shockwave. Der Wartebereich ist jetzt komplett voll. Also, die haben schon angebaut, aber der Wartebereich ist komplett voll. Dann noch mit dem Klientel, was ich nicht benimm, die haben wohl scheiß Knallerbsen dabei. Also Klientel ist eine Katastrophe. Das ist das Schlimme als in Alton Towers. Richtig Katastrophe. Dann der Coaster ist, wie gesagt, hat noch nicht mal Testfahrten gemacht. Jetzt stehen wir hier vor River Rapids. Ich meine, der Park ist bumsvoll, ne? Das haben die auch auf der Homepage schon deklariert. Ist okay. Aber warum mache ich denn einen Ride auf, wenn der Park eh schon so kurz auf hat, von 12 bis 16 Uhr? Ey, jetzt mal ohne Mist. Warum? Warum mache ich einen Park 6,5 Stunden auf und mache dann die Rides nur 4 Stunden auf? Richtig Abfuck. Ja, ich versuche den Stand-Up-Coaster dann gegen Nachmittag zu fahren, weil die Schulklassen normalerweise immer schnell abhauen, aber naja, erster, der Park nur bis 16.30 Uhr erster Eindruck, eine Katastrophe. Also noch schlimmer als Alton Towers. Dann gehen wir jetzt einfach entspannt durch den Park versuchen das. Machen wir. Vielleicht schaffen wir es eine Sache zu fahren, ohne uns aufzuregen. Ich versuche mal zu finden, ob es einen Fastpass gibt, aber ich glaube, gibt es hier nicht. Ich schau mal. Ja, es gibt einen Fastpass. Es gibt 3 verschiedene. Bronze, Silber, Gold. Der günstigste ist genauso teuer wie der Eintritt. 30 Pfund. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Viel zu teuer. Und da kannst du dann halt 5 Fahrten mitmachen. Nein, da nicht. Nee, ich stecke dem Park hier kein Geld mehr rein, ganz ehrlich. Ich hoffe, heute Nachmittag ist der leer. Und ansonsten gehen wir jetzt ein bisschen spazieren. Gehen wir 6 Stunden durch den Freizeitpark spazieren. Ja.
So, ich würde sagen, 31 Pfund Eintrittsgeld habe ich raus. Bin eine Sache gefahren. Shockwave, Wartebereich reicht schon nicht. Der angebaute Wartebereich reicht schon nicht mehr aus. Und die fahren mit einem Zug. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Mein Gott, ey. Hammerhart, ey. Wir gehen jetzt mal die Schlange ab. Also der angebaute Wartebereich reicht nicht aus, sondern ja. Das ist die Schlange von Shockwave. Wollen du fahren mit Shockwave? Walla? Ich glaube, ich fahre das heute nicht. Also das wird nichts. Auf keinen Fall stelle ich mich hier 2-3 Stunden an für eine Achterbahn. Gut, auf keinen Fall. Dass du nicht. Ja. So, wir haben gerade gesehen, dass der Express noch sehr leer ist. Der Polperro Express. Fahren wir mal eine Runde. Ah, hier ist Way In. So, Mareike hat jetzt auch ihr Eintrittsgeld raus. 31 Pfund und wir fahren eine Runde EP-Express, hätte ich fast gesagt. Panorama-Express. Even Jerry seems to be in a jovial mood. Oh yes. But there's one very important man who puts it in Thomasland more than anyone else. It's the Topham Hat. Quite right. Here he comes now. Hello everybody. Give us a wave. I come up too early. All right. Now, Dusty, don't hide yourself. Come on, Dusty, how you come? That's it. Come and say hello to everybody. And they're still there, sir. They are still here. Right. Everybody say hello. Hello, everybody. Oh, it looks like we're going to have lots of fun today. I know. Put your hands up, you're going to go on the ride. Hey. Lovely. Who's going to go to the zoo? Give us a wave. Hey. Oh, lovely. And here's my favourite. What's that, sir? Who's looking forward to seeing my number one engine? Thomas. Hey. Oh, perfect. Oh, amazing stuff. Well, what are we going to do today? I think we should have a sing song. That's sing? A good idea, sir, but there's so many good songs. How do we choose the best one? I know. Why don't we ask our good friend, DJ Trains? Oh, yeah, DJ Trains. Tell you what, I'll switch him on. Rightio. Superb, nearly there. Dear listener, thank you for choosing the voice-activated, fully interactive sound sourcing radio. Hello, DJ Trains. I told you I wouldn't leave it so long, didn't I? I'm going to see you. You sure did. Now, how can I help you today? Well, Mr. DJ, we were hoping you could help us find the best song to sing. Here, Thomasland, please. You got any ideas? Well, you've certainly come to the right place. And I'm just the device for the job. Oh, yes. I know the perfect song. Oh, what is it? Well, coming straight down the track and ready for everyone to dance along to. It's Thomas's Wheels Go Round and Round. Perfect. Fantastic. Cover yours, everybody. And don't forget to sing along with this one. You're going to love it, everybody. Here we go. Thomas's wheels go round and round, round and round, round and round. Thomas's wheels go round and round. Dad's not joining in. Oh dear, oh dear. Yes, don't forget to join in, Dad. Beep, beep, beep. A beep, beep, beep. A beep, beep, beep. Sit up on that and just go beep, beep, beep. All day long. Oh, I like that. Let's do that one again. Yes, sir. Everybody. Sit up on that and just go beep, beep, beep. Puff, puff, puff. A puff, puff, puff. A puff, puff, puff. The engine's bubbles go puff, puff, puff. Round of applause! Oh, I'm thinking that was the perfect song. Oh.
Was jetzt wieder positiv hervorzuheben ist, die haben das Kinderland komplett geschlossen, haben nur ein Tor auf und haben jemanden davor gestellt, einen Mitarbeiter. Und die Schüler dürfen hier nicht rein in den Bereich, sodass die Eltern mit Familie ihre Ruhe haben sozusagen. Und wir. Und wir. Wir sehen wahrscheinlich so normal aus. Uns lassen sie rein. Zurück im Ghetto. Wir fahren jetzt mit der Monorail. Thank you.
Möchtest du noch was essen? Nein. Das ist warm. Ja. Links, ne? Was links ist eigentlich? So, wir gehen jetzt mal in den Zoo, weil Drayton Manor hat auch einen Zoobereich und dann schauen wir jetzt mal, wie voll es im Zoo ist. Also richtig artgerecht ist das jetzt hier nicht wirklich, ne? Wenn ich mir so die Gehege angucke, die sind so aus den 70ern stehen geblieben. Ich sag nur Wildlands in M, da laufen die Tiere einfach in einer riesigen Halle einfach frei herum. Zoo ist nie richtig besonders gut für Tiere, aber wenn, dann schon artgerecht, einigermaßen artgerecht. Styracosaurus. Das ist ein Pflanzenfresser, das weiß ich. Titanis Giant. Der ist nicht so groß. So Giant wie Protoceratops. Ach, leck mich doch am Arsch. Iguanodon. Wie wird das denn ausgesprochen? Iguanodon? Iguanodon vielleicht? Das ist der Iguanodon. He has hands and a breast and a feet, a leg. Stegosaurus, roofed lizard. Also das ist von den Eidechsen eine, anscheinend eine, ach. Cuter Raptor. Wer kennt sie nicht aus Jurassic Park und Jurassic World? Die fiesen kleinen Monster. Die heißen Cuter Raptor. Oder auf Deutsch Uta Raptor. Boah, ist das sauber. Mann, ist das gepflegt. Guck mal, eine Becher, eine Flasche. Das ist auch voll eklig, das kann man doch. Naja. Elasmosaurus. Elasmosaurus, thin plated lizard. Ist das auch von den? Ich erzähle wahrscheinlich die ganze Zeit irgendeinen Mist. Naja. Dimetrodon. Two measures of teeth. Verstehe ich nicht. Measures? Also, diese Art heißt Umbrella Kakadu
und lebt normalerweise mit 50 Artgenossen in den Bäumen des tropischen Regenwalds. Kann bis zu 80 Jahre alt werden. Und der Arme sitzt einfach komplett alleine hier in diesem scheiß Gehege. Richtiger Abfuck. Besucht diesen Park auf jeden Fall nie. Macht das nicht. Gebt kein Geld hier aus. Bitte nicht. Zurück im Spaßbereich. Geholt für 3,75 Euro, umgerechnet ein bisschen mehr als 4 Euro. Lecker aber. Lecker! Who's going shopping? Zucker und boah, Alter ist süß. Cause you're in my head. What you think? Cause you're in my head. What you think? Cause you're in my head. What you think? Cause you're in my head. What you think?
Eigentlich wollte ich jetzt ein paar Aufnahmen machen vom Stand-Up-Coaster. Ratet mal! Richtig, der ist down. Oh Gott, das ist... Wir wollten gleich flüchten gehen. Wir sind schon 4 Stunden hier. Das wundert mich, dass wir sogar 4 Stunden hier sind. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mein schlechtestes Freizeitparkerlebnis mal im Gardaland. Es ist jetzt hier, oder? Gardaland war wegen Corona auch. Ja, aber das ist mit Abstand. Ich würde dem Park gar nicht sagen, dass der richtig schlecht ist. Das Thomasland für Kinder ist super. Die Attraktionen, die haben Rafting, die haben eine Wildwasserbahn. Habt ihr auch Pommesland verstanden? Thomasland. Aber irgendwie, die Operation ist auch eine Katastrophe, eine richtige Katastrophe. Also ist es ein Park, wo ich mich auf jeden Fall nie wieder hinbegeben werde. Der Zoobereich so alt und boah. Nicht artgerecht. Nicht artgerecht. Nee, nee, nee. So, wir haben gerade geguckt, der Stand-Up-Coaster hat einfach 8 Minuten gebraucht, um einen Zug abzufertigen. Also das Ding fährt im Einzugbetrieb. Ich sag euch, da steht man 3 oder 4 Stunden, definitiv. Boah, gehen mir diese ganzen Kinder auf die Eier, ey. Geht mir dieser Park auf die Eier. Ist das ein Dreckspark, ey, ganz ehrlich. Boah, ich war noch nie so aggro nach einem Parkbesuch wie heute. 4,5 Stunden waren wir jetzt drin, wir gehen jetzt raus. Schnauze voll. Zum Ausgang, aber so ein bisschen Material abschaffen. Sonntag, ja. So, 4,5 Stunden reicht dann auch. Ach, 4 Stunden. 4 Stunden Great Manner reicht dann auch. Dein Fazit, kurz und knapp. Ich will dazu nicht sagen, das ist ein scheiß Park mit scheiß Klientel, also mit scheiß Schulklassen, scheiß Abfertigung. Scheiße. Eintrittspreis überhaupt nicht gerechtfertigt für Erwachsene. Das Thomasland. Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön, das Thomasland, weil es da ruhig ist. Da sind nur Familien mit Kindern. Und das finde ich auch gut, damit die Kinder auch was davon haben. Und ich habe, weiß nicht, und diese Menschen, diese Jugendlichen, die sind so respektlos auch ihren Lehrern gegenüber, den Operatoren gegenüber, den Mitarbeitern. Ja, also es war mit Abstand der schlechteste Freizeitparkbesuch unseres Lebens, oder? Ja. Ja, und das sagt schon was. Ich möchte auch gar nicht weiter dazu jetzt irgendwas sagen. Die Operation war eine Katastrophe. Der Block ist schlecht. Sieht man. Wir haben die Zeit gestoppt. 8 Minuten für einen Zug bei dem Stand-Up-Coaster. Ich bin so angepisst, dass ich den nicht fahren konnte. Aber 3 Stunden mit dem Klientel in der Wartebereich, wo die Reihen wie beim Fjordrafting im Europapark sind. Boah, ich bin so sauer. Naja, das soll es auch gewesen sein von diesem Vlog. Wir gehen jetzt nämlich nachher noch essen. Da ist aber das gleiche Essen wie beim letzten Vlog wahrscheinlich. Es sei denn, es kommt was. Es sei denn, wir bestellen was. Aber ich sag schon mal Tschüss. Schön, dass ihr zugeschaut habt.
Entschuldigung für unsere Kraftausdrücke. Und vielen Dank. Müssen wir diese scheiß Schlangenlinien gehen? Ja, müssen wir, wenn du nicht umgefahren werden willst. Ich gehe auf der Wiese, ist mir egal. Gehen wir auf der Wiese, ist mir egal. Also normalerweise geht man da lang. Ja, unlogisch. Warum machen wir nicht einfach eine Treppe dahin? Und wir gehen auf der Wiese. Mir scheißegal hier. Und ja, wir gehen zum Hotel zurück, gucken, ob es Lieferando hier gibt. Wenn nicht, geht's zum Restaurant heute Abend. Vielen Dank, dass ihr beim Live-Chat dabei wart. Ich laufe Mareike hinterher. Das Hotel ist da und nicht da. Oh ja, da ist das Hotel schon. Und besucht bitte diesen Park nie. Doch, natürlich könnt ihr den besuchen. Vielleicht haben wir auch einfach jetzt mega Pech. Na, die Operation aber, sind scheiße, ja. Ja, aber wie die Zootiere? Ach so, ja. Alleine deswegen. Wissen. Vorsicht, Auto. Alleine nein, wegen. Da muss jeder, wenn ihr countet, dann kommt her. Ja. Ich will jetzt jemandem sagen, der soll nicht hingehen. Wir waren noch auf SeaWorld und alle sagen, geht da nicht hin. Ja, aber ich finde hier die Zoogehege waren tausendmal schlimmer als bei SeaWorld Orlando. Tausendmal schlimmer. Ja, wir gehen einfach rüber. Nee, da ist Kotze. Ja, da war wirklich Kotze. So, bis gleich oder wenn nicht, schön, dass ihr dabei wart. So, wir sitzen im gleichen Restaurant wie gestern. Die Karte hat sich einfach geändert von gestern auf heute. Also andere Gerichte zur Auswahl und das WLAN ist halt weg. Ist problematisch momentan, man kann nur mit Bargeld bezahlen. Das Restaurant heißt jetzt auch anders. gleicher Saal, jetzt heißt es aber The Brasserie. Wo steht denn das? Sag mal, Mareike, was special? Was hast du bestellt? Ein Caesar Salad. Mit Chicken. Ohne? Ohne Anchovies. Das gleiche Essen wie gestern für mich. Und für Mareike was Gesundes. Salat mit Grilled Chicken. Ich bin gespannt, wie es dir schmeckt. Yum, 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 yum. Tschüss. Wenn du behindert, kannst du es nochmal machen, bitte? Ja. Aber sag doch, Salat war. Der Salat war gut. Der Bacon da drin war mega. Ich liebe Bacon. Und ja, ciao dann, ne? Tschüss.